Schönen guten Morgen an diesem tollen Frühlingstag, diesem tollen Frühlingssonntag. Ja, Wetter ist super heute. Die Sonne scheint. Ganz toll, es ist warm. Der erste richtig schöne warme Tag. Ja, Zeit für eine Radtour, würde ich sagen. Und zwar möchte ich heute mal meine Solinger Runde fahren. Das ist eine Tour, die habe ich mir mal zusammengestellt, um einmal rund um Solingen zu fahren, möglichst ohne mit dem Autoverkehr großartig zusammenzutreffen. Ja, es geht durch den Wald, mal auch auf kleineren Straßen. Ja, ich nehme euch mit und zeige euch dabei, was es so am Rande rund um Solingen noch zu sehen gibt. Jetzt müssen wir erstmal hier raus aus Ohlix. Und noch nicht ganz raus aus Ohlix kommt doch schon das erste Highlight, nämlich das neue Galileo, die neue Sternwarte für Solingen. Ja, das wird eine tolle Sache. Hier in dem alten Gasometer wurde jetzt neu eingebaut, die Sternwarte. Die haben sie da irgendwie so reingefrickelt. Wunderbar. Im Juli wird die ganze Sache eröffnet. Ja, dann wird es da so eine richtige, ja, so ein Veranstaltungsort geben mit Vorträgen und allem Pipapo. Da freue ich mich schon sehr drauf. Denn ja, das interessiert mich hier so alles, was mit Weltall zu tun hat. Unendliche Weiten. Ja, tolle Geschichte. Galileum Solingen. Kommt mal vorbei, wenn es im Juli eröffnet wird. Und jetzt geht's auch schon in den Wald rein. Hier noch erst asphaltiert, am Tennisclub vorbei und dann gleich schön auf normalen Waldwegen weiter. Und so geht es immer weiter, leicht bergauf, hier durch das Tal, Richtung Solinger Innenstadt. Ja, hier sind noch jede Menge Hunde unterwegs. Das ist ein bisschen fiesmöppig, mal Hundeslalom hier zu fahren. Aber gut, links und rechts von dem Tal ist halt noch Stadt. Und da werden die jetzt hier am Vormittag alle nochmal ausgeführt. Egal, ich fahre ja langsam, da passiert auch nichts. Jetzt habe ich durch das Gequatsche und das Gefilme irgendwie den Abzweig verpasst, wo man einmal scharf links abbiegen muss. Und komme jetzt hier an so einem Minigolfplatz vorbei und ich denke mir, was ist das denn? Du bist die Runde schon zigmal gefahren, hier war doch noch nie ein Minigolfplatz, meine Güte. Ja, also, erstmal wieder zurück. Und da bin ich wieder in der Spur. Ja, jetzt auch schon raus aus dem Wald, also zum bisschen zumindest. Und hier so mal ein kurzes Stück weiter auf der Straße. Ja, jetzt kommt gleich ein richtig kleiner, knackiger Anstieg, bevor es dann am Botanischen Garten in Solingen auf die Korkenzieher-Trasse geht. Ja, auch eine alte Bahntrasse, die zum Radweg umfunktioniert wurde. So, los geht's. Kurz, aber heftig. Obwohl, man sieht das, glaube ich, im Video gar nicht, wenn das steil hochgeht. Naja, aber man hört's. Ja.
weg, da weg, da weg. Ab Batz, sonst gibt's noch Streit. Wir sind spät dran und haben keine Zeit. Schnell weg, da weg, da weg. Es tut uns furchtbar leid. Ich finde das schon enorm, was so eine innerstädtische Trasse so an Erholungswert bietet. Hier ist immer was los. Radfahrer, Fußgänger, Inlineskater, Rollerfahrer. Ja, der ein oder andere Hund auch. Also richtig toll, das wird unheimlich toll angenommen. Aber es heißt natürlich auch, dass jeder irgendwie auf den anderen immer ein bisschen Rücksicht nehmen muss, ne? Das vermisse ich manchmal. Denn manche Rennradfahrer hier mit 50 Sachen lang brutzeln oder auch Spaziergänger schön zu fünf nebeneinander hier gehen. Naja, so ist das nun mal, ne? Dabei fällt mir ein, hier auf so einer Alpenbahntrasse könnte ich natürlich nochmal probieren, ob das mit der Kamera auf dem Stativ jetzt besser klappt, wenn man nicht mit dem Mountainbike durch den Wald rumpelt. Ja, und dann probiere ich doch jetzt mal aus. Nähe ich mich dem höchsten Punkt der Tour heute. Also jetzt nicht dramatisch hoch, aber immerhin der höchste, ist ja egal. Wir sind nicht nur am höchsten Punkt der Tour heute, sondern auch, am mittigsten. Zumindest am mittigsten von den drei bergischen Städten, von den drei großen Städten. Hier haben wir Solingen. Dann schwenke ich mal nach rechts. Da kommt Wuppertal, zumindest mit dem Ortsteil Kronenberg. Selber Wuppertal ist ja, wie der Name schon sagt, im Tal, unten kann man nicht sehen. Und dann noch ein Stück weiter nach rechts. Da kommt die dritte Großstadt, die kleinste von den drei großen, nämlich Remscheid. Ja, klein, aber dafür die höchste. Jetzt geht's den Berg runter. Die ganzen schönen Höhenmeter, die wir uns erkämpft haben, sind jetzt innerhalb von 4-5 Minuten gegessen. Denn es geht runter durch den Wald nach Münsten, über die Bergbahntrasse. Oh yeah, baby. Like a fool I
Bergbahntrasse, ist übrigens eine alte Straßenbahntrasse. Oh, jetzt müssen wir eben aufpassen. Die Bergbahntrasse ist übrigens eine alte Straßenbahntrasse. Der ist echt enorm. Wo früher überall eine Bahn lang fuhr oder eine Straßenbahn. Das ist ja eigentlich eine Schande, dass das alles mal abgebaut wurde in der Zeit, als man dachte, die Zukunft wäre es, wenn jeder mit seinem eigenen Auto nur noch unterwegs wäre. Ja, jetzt haben wir den Salat und stehen nur noch im Stau. Jetzt sind wir in Münsten angekommen und jetzt ist es nicht schwer zu erraten, was es hier zu sehen gibt, nämlich die, genau, Münstner Brücke. Vor einigen Jahren hat man hier diesen Brückenpark gebaut. Das ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Man hat hier Gastronomie, ein paar Freizeitmöglichkeiten. Die Wupper ist ja mittlerweile auch recht sauber geworden. Da kann man also, ja, baden gehen vielleicht nicht, aber sich wenigstens mal ein bisschen abkühlen und die Füße reinstecken. Ja, also ich finde, das ist richtig gelungen hier. Hier ist auch immer was los, zumindest bei gutem Wetter. Ja, da friemel ich mich jetzt mal mit dem Rad durch. Jetzt kommen wir zum Wiesenkotten oder zu den Resten des Wiesenkottens. Früher ein beliebtes Ausflugslokal. Da hinten kann man es, glaube ich, noch sehen, an dem Schild Biergarten. Ja, aber leider, ich glaube, im letzten Jahr abgebrannt aus heiterem Himmel. Ja, schade. Hier konnte man sonst immer nett früher in dem Biergarten sitzen, Pilz trinken, Kaffee trinken, Kuchen essen. Das Übliche halt, was man so bei einem Ausflug macht, ne? Jetzt kommen wir zum Solinger Stadtteil Boog, der etwas außerhalb liegt. Eigentlich schon fast mehr in Wermelskirchen. Ja, da erwartet uns Schloss Boog, eine weitere Attraktion im Bergischen, in Solingen. Wir werden es allerdings nur von unten sehen, von Unterburg, und nicht nach Oberburg fahren. Das ist mir zu anstrengend. Was ich mich früher ja schon immer gefragt habe, ist,
ist das jetzt Schloss Burg oder eine Schlossburg oder ein Burgschloss, keine Ahnung. Also selten dämliche Angelegenheit, sowas Schloss Burg zu nennen. Entweder ist es ja Burg oder es ist ein Schloss, aber beides ja wohl nicht, ne? Ja, sonntags bei so einem Wetter ist hier natürlich immer schwer was los. Die Münchner Brücke und Schloss Burg liegen jetzt hinter mir. Ja, ein Glück, muss man sagen. Bei dem Wetter ist da natürlich so viel los mit Spaziergängern. Oh, matschig. Da muss man schon aufpassen. Ja, jetzt geht es immer weiter an der Wupper entlang. Recht beschaulich und zum Glück ist jetzt hier nicht mehr so viel los. Ja, das ist auch so ein Ding hier. Seit Jahren ist diese Brücke hier rüber über die Wupper zum Tierheim nach Glüder gesperrt, weil so irgendwie Schrott ist, kaputt ist, was weiß ich. Ja, und anstatt, dass man die mal irgendwann repariert, nee, verrottet hier einfach. Ich verstehe das nicht. Es ist doch irgendwie Geld ohne Ende da. Zumindest im letzten Jahr haben sie da mal gesagt, Steuergelder ohne Ende. Wir wissen überhaupt nicht mehr, wohin mit der Kohle. Ja, aber das kriegen sie nicht auf die Reihe. Stattdessen muss man jetzt gleich hier sein Fahrrad über so einen Abhang schieben. Ja, was willst du machen, ne? Hier in Solingen-Glüder befindet sich übrigens der einzige Campingplatz von Solingen. Ja, das ist so ein eigentlich 100% Dauercamper-Campingplatz. Aber irgendwann werde ich mir, glaube ich, mal den Spaß gönnen und hier mal eine Nacht übernachten mit dem Fahrrad und mit meinem kleinen Zelt. Ja, vielleicht zusammen mit dem Herrn Müller und dann drehen wir irgendwie so ein kleines Filmchen. Allein unter Dauercampern oder irgendwie sowas. Jetzt kommen wir gleich zum Rüdenstein. Da ist auch ein prima Ausflugslokal und ja, wenn das ein bisschen näher an zu Hause wäre, könnte man da wirklich schön nach der Tour versacken und Weizenbier trinken. Aber so ist es noch ein bisschen weit, deswegen fahren wir durch. Thank you.
das waren die letzten Eindrücke von der Wupper. Es hat sich sozusagen ausgewuppert. Ja, das war meine Solinger Runde. Gleich bin ich zu Hause, jetzt ist er am Ende. Das sind so knappe 40 Kilometer. Die kann man auch mal nach der Arbeit noch mal fahren, wenn man mal ein bisschen Gas gibt und nicht dabei ständig filmt. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss.